Hallo Leute, ich bin jetzt gerade unterwegs in die Uni und das hier ist Eve, meine beste Hallo. Freundin. Und draußen regnet es, wir haben keine Lust und oh Gott, Uni halt. Wir nehmen euch jetzt mal mit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine Woche auf meinem Vlog. Was ich diese Woche alles erlebt habe und gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Ich studiere Heilpädagogik inklusive Pädagogik an der Evangelischen Hochschule Bochum. Das jetzt schon seit 6 Jahren. Ich habe das Studium damals angefangen, weil ich unbedingt die Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin machen wollte. Allerdings möchte ich das jetzt nicht mehr machen, weil ich für mich festgestellt habe, dass dieser Bereich für mich vielleicht doch nicht so gut ist. Ich werde halt mal gucken nach dem Studium, wohin es mich hinzieht, in welchem Bereich. Bald bin ich fertig, Leute. Eve, was machen wir, wenn der Aufzug jetzt kaputt ist? Uns passiert das nämlich manchmal, wenn die Aufzüge kaputt sind hier am Hauptbahnhof, dass wir zu spät in die Uni kommen. Und ihr kennt das, wenn man zu spät kommt, in so ein Seminar reinplatzt, ist das unangenehm. Einfach nur unangenehm. Tetris. Din, 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 din. Jetzt müssen wir raus. So, wir sind jetzt da. Und da ist der Eingang. Eve ist schon mal vorgefahren. Gut. Dankeschön. Da wären wir. Wir sind ein bisschen nass. Eve, weißt du, in welchen Raum wir müssen? 127. Boah, die Eve, die weiß immer besser Bescheid als ich. Ohne Eve wäre ich gar nicht dazu fähig zu studieren. Ich war noch nie eine besonders gute Schreiberin. Das macht mir irgendwie noch mehr Bammel vor der Bachelorarbeit. Die melde ich jetzt im nächsten Semester an. Aber ich denke, wenn ich ein Thema gefunden habe, was mich wirklich interessiert und wo ich forschen möchte, wird das nicht so ein großes Problem sein. Hoffe ich zumindest. Laura, willst du dir noch einen Kaffee holen? Ja, wenn ich weiß, wo. Hinter uns ist die Cafeteria. Ja, dann fahren wir da jetzt hin. Auf? Ja. So, das ist die Cafeteria, Leute. Wie ihr seht, ist unsere FH ziemlich klein. Das erste Mal, als ich hier reingekommen bin, dachte ich, oh, eine Grundschule. Nee, es ist halt witzig und aber auch schön. Der Tag startet immer mit einer Tasse Kaffee im Bett. Das ist das Erste, was ihre Assistentinnen am Morgen tun. Erstmal Kaffee aufsetzen. Oder 2, hast du gesagt? Oh, du bist ein richtiger Junkie, ne? Es hat sich aber schon reduziert, Leute. Jetzt geht's gleich los. So sehen die Seminarräume aus übrigens. Das war einer der größeren Seminarräume. Unser Seminarraum ist winzig, das werdet ihr jetzt sehen. So. Hier müssen wir immer ein bisschen umbauen, damit wir beide mit den Rollis hier reinpassen. Und jetzt schalte ich mal die Kamera aus, damit wir schön fleißig lernen können, ne? So Leute, wir sitzen jetzt hier im Vorlesungsraum und sind top motiviert. Wir haben richtig Bock. Total, mit Kaffee. Ohne Kaffee geht nichts. Und wir mussten uns jetzt hier voll reinquetschen. Und deswegen sitzt die Kamera so scheiße. Alles gut. Ja, ja. Ja, ja. Plastik, ne? Ja, ja. Ja, ja. Eve, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Also eigentlich kannte ich dich ja schon vorher so vom Sehen.
Aber so richtig kennengelernt haben wir uns in unserer Fachabi-Klasse, waren da aber noch nicht so ganz befreundet. Richtig warm miteinander wurden wir erst bei der Abschlussfeier. Wie das halt so ist. Genau. Dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe nämlich ein Semester früher angefangen als Kübra. Und ja, dann kamen sie mich öfter zu Hause in Bochum besuchen. Und ja, jetzt sind wir unzertrennlich. Aha. Genau. Meine große Liebe. Ich dachte, das wäre Doris Dean, ja? Ich habe mehrere große Lieben. Okay. Ich bin Uni. So Leute, der Unitag ist jetzt zu Ende gegangen und jetzt fahre ich noch zu einem anderen Termin. Und dann geht es endlich ab nach Hause. Die Eve ist schon vorgefahren und ich muss mich jetzt durch den Regen quälen. So nass ist es. Ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt. Das war's auch schon wieder von dieser Woche, liebe Freunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen oben da. Teilt sie mit euren Freunden und Bekannten. Verbreitet sie in diese Welt. wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, dann abonniert den Kanal natürlich, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich auf euch.